Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Dienstag, Dienstag ist Kolumnenzeit, hier ist sie wieder und heute möchte ich über das Thema Trends mit euch sprechen. Viel Spaß! Ja, bevor ich in das Thema Trends hineingehe, kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Da ging es ja um das Thema Crowdfunding und der Anlass war der 21. März, wo aus meiner Sicht 11 Kampagnen damals gestartet sind. Es waren am Ende noch einiges mehr. Ich habe ja versprochen, ich werde das ein Stück weit aufbereiten und dann in einer der nächsten Kolumnen nochmal Revue passieren lassen. Was ist aus den Kampagnen herausgekommen? Das wird allerdings wahrscheinlich erst nach Ostern der Fall sein, weil einige Kampagnen noch ein Stück weit länger laufen. Und ich, ja, ich nehme das Ganze im Moment halt auf, also auf im Sinne von Information und werde das dann in einer der Folgen nach Ostern nochmal, also da nochmal den Ball mit aufnehmen. Ihr habt aber es zum Anlass genommen, euch zahlreich zu melden. Vielen Dank dafür, finde ich immer super, wenn da so viele Kommentare drunter sind. Und ich habe mal so ein paar Sachen rausgegriffen. Der eine oder andere von euch hat auch ganz klar gesagt, Kickstarter hat überhaupt gar keinen Reiz auf ihn. Hat er das noch nie gehabt, habt ihr euch gar nicht mit beschäftigt. Weil es gibt eine Vielzahl an Spielen, die man so kaufen kann, da geht man nicht zu Kickstarter hinein. Übrigens, es war auch kein Bashing in Hinsicht Cool Mini or Not oder Queen Games. Es war lediglich eine Feststellung, dass sich das Thema Kickstarter ein Stück weit verschoben hat. Früher war Kickstarter im Wesentlichen dazu gedacht, ich sag mal, unbekannte Verlage ihnen einen Zugang zur Liquidität zu ermöglichen und diese Sachen herauszubringen, also so ein Crowdfunding dementsprechend zu machen. Und heute nutzen das eben halt auch größere Verlage als Vertriebskanal. Das passiert immer wieder verstärkter. Es war einfach lediglich eine Feststellung, dass sich das Thema dort verändert hat, dass es aus meiner Sicht verstärkt auch ein Vertriebskanal ist. Sicherlich auch aus Liquiditätsgründen. Wenn ich da eine Kampagne von mehreren Millionen fahre, dann muss ich die zwischen- oder vorfinanzieren. Aber ich glaube auch, dass kleinere Projekte für diese Verlage, die dann irgendwo so bei 300.000, 400.000, 500.000 Euro liegen, nicht nur aus Liquiditätsgründen so gemacht werden, sondern weil es tatsächlich ein klassischer neuer Vertriebsweg ist. Es haben auch welche geschrieben, dass der Reiz zurückgegangen ist, dass man viel, viel stärker früher bei Kickstarter oder bei anderen Crowdfunding-Plattformen unterwegs war. Aber das ganze Thema Behandlung von Steuern, höhere Transportkosten, die teilweise, ich habe jetzt eine Kampagne gesehen, da hätte ich für Steuern und Transport, wobei Steuern eigentlich immer auf das klassische Produkt zuzuziehen sind, aber für die Transportkosten fast das gleiche bezahlt wie für das eigentliche Spiel, dann wird das ganze Thema natürlich wirklich sehr uninteressant. Eine Sache, die eben halt auch passiert, da gehe ich gleich in den Trends nochmal kurz drauf ein, dass immer mehr auch in den Retail hineinkommt. Sicherlich nicht die Kickstarter Exclusive, das ist halt nochmal eine Besonderheit und dafür steht dann am Ende halt auch Kickstarter oder GameFound oder so weiter, dass es dort exklusive Sachen gibt, die es dann im Retail-Bereich zumeist nicht mehr geben wird oder aber mit sehr vielen und horrenden Aufpreisen. Das macht es dann am Ende wieder besonders, dass ich hier, wenn ich Lust habe auf so eine Spielmatte, auf irgendwelche Münzen oder besondere Deluxe-Ausstattung, dann bin ich halt dazu gezwungen, eben halt nicht auf Retail zu warten, weil Retail ist in der Regel immer eine sehr schlanke Version des Spiels, was dort angeboten wird. Generell war auch noch so ein Thema, was genannt worden ist, redaktionelle Schwächen. Da würde ich sagen, es ist deutlich weniger geworden. Da haben wir in Anfangszeit wesentlich mehr Themen auch erlebt, wo Spiele herausgekommen sind, die tatsächlich, wo keine richtige Redaktion dabei war, wo der Verlag aus einigen Gründern bestanden hat und die haben dann ein Spiel rausgegeben,
wahrscheinlich auch noch nicht mal großartig oder gut getestet. Ich glaube, die Schwächen sind deutlich schwächer geworden und Katze im Sack gehört ja dann auch irgendwo so ein bisschen dazu. Natürlich haben wir auch einige Spiele dabei, die, ich würde sagen, Blender sind, die eben halt aufgrund exklusiver Materialbeschaffenheit dazu verlocken, eben zuzuschlagen und sich dann hinterher gar nicht als so toll herauskristallisieren. Aber gut, das haben wir auch bei ganz normalen Spielen. Nur, dass wir die dann meist vor Ort halt nochmal ausprobieren können, sei es auf irgendeiner Spielemesse oder bei irgendjemandem anderen, der sich das Spiel schon gekauft hat. Da ist man natürlich bei einer Crowdfunding-Plattform ein bisschen gelackmeiert, weil man kann das Spiel ja halt nicht zurückgeben. Das ist ja auch Bestandteil. Alles im Allen, also für mich bleibt das Thema weiterhin sehr spannend. Ich kann mich dem Thema leider nicht so ganz entziehen, weil ich da doch immer wieder hier und dort noch ein paar nette Perlen sehe. Ach so, noch eine Sache, die genannt worden ist, die halt für großen Ärger sorgt, und das kann ich durchaus nachvollziehen, ist, dass in der Vergangenheit immer mal wieder Spiele halt auch rausgekommen sind, wo dann die Retail-Variante im regulären Verkauf viel früher da war, als es als durch die Bäcker, die es dann halt unterstützt haben. Dass sich da der eine oder andere von euch ja verkaspert fühlt, kann ich gut nachvollziehen. Es ist halt ärgerlich, dass man teilweise mehr Geld hinlegt, vielleicht auch für eine exklusive Variante. Und dann steht die Retail-Variante plötzlich einen Monat oder anderthalb Monate früher auch im Regal. Das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Ich rate in solchen Fällen tatsächlich immer zu ein Stück weit Gelassenheit, weil man wird es sowieso nicht verändern können. Ja, man kann da halt dem Verlag nochmal schreiben, aber häufig waren bei diesen Themen halt auch Originalverlag, also beispielsweise ein Amerikaner oder so, versus eines deutschen Verlags dann unterwegs, sodass der deutsche Verlag eben halt die Retail-Variante mit der Lokalisierung irgendwo schneller dann auch auf die Reihe gekriegt hat, als eben halt der amerikanische. Das soweit dazu. Port Royal hatte ich ja hier die drei Dinger verlost. Das Ganze geht an Dominik M. Melde dich doch bitte unter kontakt@brettspielbox.de. Dann können wir da über Adressenaustausch und etc. besprechen. Wie immer wäre es toll, wenn du, wie aber auch der Sieger aus der heutigen Gewinnspielfrage, sich mit 4 Euro am Porto beteiligt. Ja, und dann geht's zum neuen Thema Trends. Das mache ich nicht ganz uneigennützig, weil ich bin natürlich auch immer auf der Suche nach Trends. Wo guckt man hin? Was sind so die Themen? Und da würde ich nämlich am Ende ganz gerne nochmal mit euch drüber sprechen. In den Brettspielen, seitdem ich mich intensiver damit beschäftigt habe, das ist ja gut vor knapp 10 Jahren passiert, hat es immer wieder Trends in den Brettspielbereichen gegeben. Manche halten bis heute an, manche haben eine Phase, die dann hochgeht und dann wieder auch verschwindet. Und da würde ich eigentlich ganz gerne mal mit euch drüber sprechen, wie ihr das seht, ob ihr das gut heißt oder nicht. Weil Trends haben ja meistens auch immer zum Ausdruck, dass dann auf einmal, wenn so ein Spiel sehr, sehr positiv angesehen wird, dass dann von ganz vielen Verlagen eben halt Ideen in der Richtung rausgehauen werden. Trends, die ich früher gesehen habe, waren Kommunikationsspiele, die gibt es auch heute immer noch. Aber das ist so ein Genre, das eigentlich praktisch einen festen Bestandteil aus meiner Sicht mittlerweile eingenommen hat, dass man eben halt ganz einfache Regeln, Just One ist so eins, zum Beispiel, ganz einfache Regeln hat, denn die Leute an den Tisch holt, die gar nicht so viel spielen, die möglichst schnellen Zugang haben wollen. Das ist für mich so ein Thema, was eigentlich immer weiter läuft. Mal höher, mal weniger hoch auf dem Tisch dann zu liegen kommt, hängt dann auch teilweise mit so Auszeichnungen wie Just One zum Spiel des Jahres ab. Wenn sowas halt in den Markt gepusht wird, dann kommen auf einmal ganz viele andere nach. Legacy war dann ein Trend, hat nicht mit Pandemic angefangen, aber durch Pandemic ist es halt so richtig hochgekocht. Also Pandemic Legacy, damals die Season One, die ja das erste aus meiner Sicht richtig gute Legacy-Spiel war. Davor gab es zum Beispiel auch mit Risiko ein Spiel, was in diese Richtung gegangen ist. Aber das war halt nicht in dem Maße
publik. Andere sind dann gefolgt. Mittlerweile gibt es auch beispielsweise Clonk Legacy, ist ja so ein Thema, was da auch gelaufen ist. Und es gibt immer mal wieder Abwandlungen. Aber aus meiner Sicht ist das Thema Legacy deutlich wieder in den Hintergrund getreten und hat nicht mehr die Dominanz, wie es eben zu Zeiten von Pandemic Legacy Season 1 hatte, wo dann noch die Season 2 und hinter auch 0 hinterhergekommen ist. Man muss aber auch sagen, ein Legacy-Spiel zu konstruieren, ist natürlich auch sehr aufwendig in der Produktion und das muss halt dann am Ende ein super Erfolg sein, weil sonst lohnt sich der Riesenaufwand auch für die Autoren und Verlage nicht. In dem Zuge, meistens waren Legacy-Spiele kooperativ, also kooperative Spiele sind seit Jahr und Tag ein sehr großer Trend, und haben einen festen Bestandteil halt auch in der Brettspielszene eingenommen. Genau in dieses Thema hineingeploppt ist dann das ganze Thema Escape Room, eben halt mit dem Top-Spiel Exit oder der Top-Reihe, muss man ja mittlerweile sagen, die dann einen wahren Escape Room-Box Boom ausgelöst hat. Ich glaube, es gibt mittlerweile irgendwie um die 15 verschiedene Linien. Die eine oder andere ist mittlerweile auch wieder eingestellt worden. Andere halten sich wunderbar und bringen nach wie vor immer noch weitere Sachen zum Vorschein. Aus dieser Escape Room-Reihe ist dann diese Detektiv-Thematik abgeleitet worden, wo es halt jetzt nicht darum geht, ich sag mal, à la Escape Room ein paar Rätsel zu lösen, sondern tatsächlich sich an Fällen irgendwo so ein Stück weit abzuarbeiten, die auch ein bisschen längerwierig sind. Also so ein Detective-Spiel kann dann auch schon über 2, 3 Stunden gehen. Das ist noch weiter im Kommen, während ich bei Escape Rooms im Moment eher sehe, dass es abflacht, weniger ist. Also es werden Reihen weiter fortgeführt, aber da kommt nicht großartig Neues was hinterher. Ein Exit wird es wahrscheinlich über Jahre noch weitergeben, weil da einfach eine Fangemeinde sich aufgebaut hat. Aber ich sehe im Moment nicht den Raum, dass hier noch großartig neue Serien entstehen. Das ist bei den Detektivspielen zurzeit ein bisschen anders. Da kommen andere Sachen hoch, weil hier eben halt auch mit unterschiedlichsten Materialien auch noch gearbeitet werden kann. Dann hatten wir Mechanikmix, den ich auch immer noch wieder sehe, wo Spielautoren hingegangen sind und haben gesagt, ich gebe mich nicht mit einer Mechanik zufrieden. Es muss nicht nur Set Collection sein, es darf nicht nur Worker Placement sein oder Deckbuilding oder was auch immer. Ich packe mal alles zusammen. Arnak ist so ein Oder die Ruinen, verlorenen Ruinen von Arnak ist so ein Beispiel, was sich dann auch bei mehreren anderen Spielen fortgesetzt hat. Das, was ich aktuell sehe, was sehr häufig noch ist, hat mit Flügelschlag begonnen, ist das ganze Thema Natur. Also Flügelschlag war so für mich ja der auslösende Faktor, wo auf einmal Vögel dann eben in ein Spiel hineingekommen sind, und wir erleben aktuell eine Schwemme an Naturspielen. Das Ganze kombiniert halt auch mit grüner Produktion, die ich da eben sehe, wo man eben versucht, jetzt in kleineren Kartongrößen, Zellophan, Papier, nicht hier dieses, na, ich hätte jetzt beinahe gesagt Butterbrotpapier, das wird auch einen speziellen Namen haben. Also ein besonderes Papier verwendet, um Karten einzuschlagen und nicht eben halt mehr auf Plastik geht. Und das nächste Thema, was ich parallel dazu sehe, was immer wieder hochploppt, ist die Adaption von Computerspielen oder von Filmen. Das Thema schwappt halt sehr stark aus Amerika rüber, eben halt als Brettspiel dann auch zu adaptieren und neu herauszubringen. Das erleben wir, ja, so eins der letzten ist ja jetzt beispielsweise Frostpunk von Frosted Games oder was bei Frosted Games lokalisiert worden ist. Lokalisierung ist meines Erachtens weiterhin ein Trend. Ist auch das Ding, was bei Kickstarter ja häufig so ein bisschen dagegen läuft. Immer mehr Lokalisierungen finden statt. Das ist auch so eine Sache, die ich gefühlt so in den letzten 5, 6 Jahren wahrnehme. Also es gibt Verlage, die haben sich tatsächlich darauf spezialisiert, nicht eigene Spiele herauszubringen, eigene Autoren zu beschäftigen, sondern tatsächlich Spiele zu lokalisieren. Frosted Games wäre jetzt so ein Verlag, die haben sicherlich auch was Eigenes rausgebracht. Gestartet mal mit einem Brettspiel-Adventskalender, dem ich immer noch so ein Stück weit hinterher traue, dass es ihn nicht mehr gibt.
In Schwerkraft ist für mich auch so ein Lokalisierer. Strohmann Games hat riesige Erfolge damit, jetzt eben Spiele zu lokalisieren und eben halt keine eigenen zu entwickeln. Das ist keine Kritik daran, das ist einfach ein Geschäftsmodell, was aber auch dazu führt, dass ja, eben Kickstarter auch hier zu Lande zu uns kommen. Ja? Oder Cascadia bei Cosmos, selbst ein Verlag wie Cosmos, ist hingegangen oder geht hin und lokalisiert mittlerweile, zwar jetzt nicht in einer riesen Bandbreite, aber hier und da mal ein Spiel und packt das eben halt ins Sortiment hinein. Und ist ja auch nicht unerfolgreich gewesen mit Cascadia oder mit Entscheidung auf Cascadia. Verdant oder Sattgrün wird ja jetzt das nächste sein. Und dann haben wir ja im nächsten Herbst noch das Spiel mit Mozart, was ja auch auf uns zukommen wird, was ebenfalls lokalisiert worden ist. Natürlich immer mit einer großen Bandbreite an eigener Entwicklung. Pegasus macht das ja auch sehr erfolgreich, eben halt auf beiden Kanälen sehr intensiv zu fahren. Ein Thema, was aus meiner Sicht auch in den Spielen verstärkt passiert, ist die Materialintensität. Wir haben auf der einen Seite, ich hatte über grüne Produktion gesprochen, man versucht hier bestimmte Sachen zu verschlanken, eben halt nicht mehr opulent zu sein. Und auf der anderen Seite erlebe ich aber, dass gerade, was das Thema Material angeht, doch einiges in die Brettspiele hineingepackt wird. Weniger, also da spielt jetzt dieses Thema Grün da nicht so eine große Rolle, weil man halt auch sagt, naja, Spiele halten auch länger, die werden nicht weggeschmissen, das ist ja kein Wegwerfartikel, sondern eben ich spiele sie über eine lange Periode oder wenn ich sie nicht mehr spiele, verkaufe ich sie auf dem Zweitmarkt, aber seltenst wandert ein Spiel tatsächlich auch in die Mülltonne, was sicherlich auch dafür spricht, dementsprechend bestimmte Sachen dort einzusetzen. Ein Trend, der, glaube ich, seit Jahr und Tag anhält, der mit vielleicht Kniffel begonnen hat, Quicks ist für mich ja auch sowas, sind Roll-and-Ride-Spiele. Die sind in Anführungszeichen nicht tot zu kriegen und ich finde es auch gut so. Ich bin ein absoluter Fan von Roll-and-Ride-Spielen und was da alles so dran geht. Mit Flip-and-Draw und so weiter. Da sehe ich allerdings mittlerweile halt einen Trend, weil Roll&Ride war immer in der Schublade der Familienspiele, der einfach zugänglichen, das Thema halt auch für komplexe Spiele zu öffnen und hier eben halt auch schwerere Spiele da hineinzupacken. Twilight Inscription ist so eins, was da dementsprechend in das ganze Thema hineingeht. Das heißt, man nimmt einen Mechanismus und packt eben halt auch ein schwereres Thema. Hadrian's Wall habe ich hier noch stehen, gehört ja auch genauso damit rein. Ja, Trends ziehen halt auch immer Leute an. Ich habe mir tatsächlich mal nochmal die Listen angeguckt, jetzt was so im Frühjahr da herauskommt. Ich persönlich wage derzeit keine Trendvorhersage, weil ich sehe ihn nicht. Vielleicht sind wir noch in dem Bereich Natur, vielleicht ist das Thema Computerspiele, Lokalisierung noch so ein Thema. Mechanikmix ist sicherlich auch noch nicht out. Was seht ihr denn aktuell für Trends und wie geht ihr mit dem Thema Trends um? Rennt ihr diesem auch hinterher, seid ihr davon auch geflasht oder lässt euch das erstmal kalt? Es ist euch völlig egal an der Stelle. Also diskutiert doch gerne mal mit, wie ihr das Thema Trends in Brettspielen so seht. Und ja, das würde mich an der Stelle interessieren. Natürlich gibt es auch was zu gewinnen aus meinem Regal, wandert es leider raus. Ist auch kein schlechtes Spiel, aber schön illustriert. Equinox von Rainer Knizia, was damals bei Plan B Games herausgekommen ist. Werde ich an ja, den Gewinner, die Gewinnerin aus den Kommentaren verlosen. Auch heute noch ein kurzes gespielt, auch wenn es dann, glaube ich, in der nächsten Woche eine Monatsbox gibt. Aber ich habe Secret Identity von Strohmann Games gespielt. Wir hatten ja gerade über Lokalisierung gesprochen. Und auch hier jetzt ein Zweiteindruck, weil ich habe das Spiel jetzt zweimal gespielt in unterschiedlichen Besetzungen, einmal zu dritt und einmal zu fünft. Komme ich gleich auch nochmal dazu, was mir da besser gefallen hat. Grundsätzlich haben wir hier ein Spiel, wo es darum geht, verschiedene Identitäten herauszufinden. Und wir spielen über 4 Runden. Jeder hat ein Set von eigenen Schlüsseln. Dazu gibt es in der Mitte eine Auslage, wo 8 Persönlichkeiten ausliegen. Und jeder zieht sich dann ein
großen Schlüssel sozusagen, guckt sich die Zahl an, weiß jetzt, ich bin Boris Becker oder ich bin Natalie Portman oder wer auch immer, packt das bei mir rein in das Board, das ist so ein Clapboard, wo ich halt den Schlüssel hineinstecken kann, um das hinter aufzulösen. Achtung, da ist ein kleiner Magnetmechanismus dran, muss man so ein bisschen aufpassen, dass der auch gut hält. Wir hatten auch Boards, da waren die nicht so optimal verarbeitet, aber die meisten eigentlich schon ganz gut. Dazu kriege ich 8 Icon-Karten, auf denen sind 4 Icons drauf. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, diese Karten wie blöd zu, also wie, Entschuldigung, also wie ich möchte zu drehen, nicht wie blöd zu drehen. Entschuldigung, den saloppen Ausdruck. Da kann eine Kaffeetasse drauf sein, da kann ein Wirbelwind drauf sein, da kann ein Stern drauf sein, Popcorn, was auch immer. Ich habe aber davon eben halt 8 Stück. Und ich muss mit diesen 8 Stück 4 Runden lang auskommen. Und das, was ich rausgebe, die sind halt auch weg. Also da muss ich halt schon aufpassen. Und auf meiner Karte habe ich 3 Felder mit grünen und 3 Felder mit roten Symbolen. Und ich kann beispielsweise, wenn ich eine Person beschreiben will, nehmen wir mal an, ich würde jetzt einen Schauspieler nehmen und ich habe zufällig, das ist mir beim letzten Mal passiert, ich hatte Popcorn und ich habe den Drachen gehabt. Dann habe ich das Popcorn eben auf grün gesetzt und den Drachen auf rot, damit jeder wusste, ich suche hier nicht den Darsteller vom kleinen Hobbit, sondern eigentlich Natalie Portman. Blöderweise habe ich nicht aufgepasst, dass da noch ein dritter Schauspieler lag. Naja, somit gibt man eben halt einen Hinweis, legt es hin, das machen alle und dann kann halt auch diskutiert werden. Und es wird dann eben halt ein Schlüssel aus der eigenen Reihe in die jeweiligen Sets der anderen hineingesteckt. Das muss man vorsichtig machen, damit es eben niemand sieht. Aber wenn das alle gemacht haben, wenn sich alle dafür entschieden haben, wird halt aufgelöst und es wird verglichen, der Ausgangsschlüssel mit den Werten derer, die eben halt die Tipps abgegeben haben. Und bei Übereinstimmung gibt es dann Punkte für denjenigen, der den Hinweis auf auf die Person, auf die Persönlichkeit gegeben hat, wie aber auch den richtigen Ratenden. Und das machen wir dann eben halt über 4 Runden. Jetzt habe ich natürlich die Schwierigkeit, ich muss so ein Stück weit haushalten mit meinen Begriffen. Übrigens in der nächsten Runde kommen 8 neue Persönlichkeiten hinein. Da soll man die Karte umdrehen. Das finde ich etwas unglücklich, weil meistens haben diese Karten ja auf der Rückseite ja, fast schon einen thematischen Bezug. Also da war es für uns immer einfacher, tatsächlich die Karten beiseite zu legen und eine neue, also andere Karten hineinzupacken und diese Karten dann nochmal mit diesen zu mischen, damit, ich sag mal, eine andere Grundkonsistenz dort hineinkommt. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich nur 8 von diesen Icon-Karten habe. Das heißt, ich muss schon ein Stück weit haushalten. Und das kann in der letzten Runde dann schon mal dazu führen, dass ich keinen gescheiten Begriff oder keine gescheiten Hinweise mehr auslegen kann. Also und ich vielleicht sogar nur noch ein Icon vielleicht zur Verfügung habe. Das kann dann halt schon mal blöd laufen. Also da muss man schon aufpassen. Deswegen kann das Spiel auch aus dem Bauch heraus schon mal ein Stück weit länger dauern. Das ist, wenn man halt überlegt, was nehme ich jetzt, was nehme ich nicht. Also dieses Optimieren in der Hinweisgabe kann dem Spielfluss da schon mal so ein bisschen ja, die Leichtigkeit nehmen. Ist aber vielleicht auch eine Übungsfrage, wenn man das Spiel häufiger gespielt hat, geht es einem wahrscheinlich dann auch etwas leichter von der Hand. Mit wem kann das gespielt werden? Also in der Familie schon, aber die Kinder sollten schon etwas älter sein, denn nicht alle Namen werden bekannt sein. Jetzt kann man natürlich vorher die Karten einmal durchsortieren und gucken, wer kennt wen und bestimmte Leute dann rausnehmen. Ist aber auch dann wieder für den Spielfluss nicht so optimal. Also ich glaube, man sollte da schon ein gewisses Alter besitzen, um die Personen überhaupt zu kennen. Und dann haben wir es einmal zu dritt und einmal, wie gesagt, zu fünft gespielt. Und ich würde es zu dritt nicht empfehlen, auch wenn auf der Spielschachtel ab 3 Personen draufsteht, ist das für mich eher ein Spiel, was ich wahrscheinlich sogar ab 5 spielen würde. Denn dadurch, dass ich eben halt auch eine Vielfalt an Hinweisen bekomme und die anderen ja auch auf bestimmte Personen gehen und ich dann hinter gegebenenfalls ausschließen kann, okay, wenn der jetzt hier den Drachen hat,
als negativ und suchten Schauspieler und die anderen haben aber gar keinen Hinweis auf irgendwelche Schauspieler oder vielleicht auf diesen dritten Schauspieler, den ich jetzt übersehen habe, da gibt es einen besseren Hinweis, dann kann ich über das Ausschlussverfahren da wesentlich einfacher zum Ziel kommen. Je weniger Hinweise, also je weniger Mitspieler ich allerdings habe, umso schwieriger wird es tatsächlich dann auch den richtigen Begriff zuzusortieren. Und das ist uns halt im Spiel zu dritt an der einen oder anderen Stelle passiert, wo es gar nicht so klar war, welchen Begriff ich nehme. Und ich habe ja dann, wie gesagt, auch nur eine bestimmte Anzahl an Begriffen. Zu fünft war das deutlich besser, angenehmer, weil ich eben halt auch über das Ausschlussverfahren hier zu klareren, besseren Tipps auch gekommen bin und eben halt bei den anderen gut mitraten kann. Also, Fazit, für mich ein schönes Spiel, schöne Idee. Das hat so ein bisschen was von diesem, ich pappe mir hier einen Zettel hin und die anderen fragen mich, wer ich bin. Also ich muss dann über Fragen was rausfinden. Das mache ich hier wesentlich einfacher über die Icons. Und ich weiß ja, wer ich bin. Das müssen die anderen dann dementsprechend jetzt rausfinden und fragen. Ich finde es auch sehr schön gelöst, das Ganze über eine Ikonografie, also über diese Icons da zu lösen, weil man dann jetzt nicht komplett kreativ sein muss, um noch irgendwelche Begrifflichkeiten zu erfinden. Das hilft schon mal, aber an manchen Stellen muss man aufpassen, dass man es nicht zu hypergenau nimmt und zu durchdenkt, um halt diesem Spielfluss da nicht zu bremsen. Also von meiner Seite hat es mir gut gefallen. Ich würde es tatsächlich aber eben halt mit 5 oder aufwärts spielen. Ist ein Spiel eben halt für größere Runden zu Silvester oder so weiter geeignet. Oder wenn man halt in Urlaub fährt mit mehreren, dann eignet sich das also sicherlich auch wunderbar. In der klassischen Familienkonstellation zu dritt oder zu viert würde ich es tatsächlich eher weniger empfehlen. Das war Secret Identity zu Strohmann Games. Das war die Kolumne am heutigen Dienstag oder wann auch immer ihr es schaut. Freue mich, dass ihr dabei seid. Bleibt dem Kanal weiter gewogen und ich wünsche euch eine tolle Woche. Bis dann, euer Christoph. Tschüss.